Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Video geht es um ein Urteil des Amtsgerichts Bremen vom 26.10.2017 zum Thema Mangelbeseitigung. Das Amtsgericht Bremen meint, ein Vermieter muss immer nur den Mangel beseitigen, nicht die Ursache für den Mangel. Ich werde sagen, was ich davon halte. Im Fall war es so, dass ein Keller vermietet wurde in einer Altbauwohnung, in den Wasser eintrat und der Vermieter hat dann den Keller abgetrocknet und die Mieterin sagte jetzt, sie möchte aber, dass der Keller so instand gesetzt wird, dass es auch künftig nicht mehr zu Wassereinbrüchen kommen kann. Der Vermieter hat abgelehnt. Mieterin hat geklagt auf entsprechende Instandsetzung und hat verloren. Es geht um die Frage, die wir auch insbesondere beim Thema Schimmelpilz schon häufig besprochen haben. Was muss der Mieter eigentlich bei Mängeln machen? Ganz klar ist, er muss die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache beenden. Das heißt, die Mietsache muss zum vertraglich vorausgesetzten Gebrauch geeignet sein. Es darf also kein Mangel vorliegen. Der Vermieter muss diesen Zustand wiederherstellen. Nasser Keller ist nicht geeignet. Dort schimmelt es, dort entstehen Feuchtigkeitsschäden. Also, so das Amtsgericht, muss natürlich ein trockener Keller hergestellt werden. Und jetzt aber die weitergehende Frage, muss der Mieter jetzt da drin sitzen und auf den nächsten Wassereinbruch warten? Oder kann er den Vermieter zwingen, auch die Ursachen für die Feuchtigkeit zu beseitigen? Und da sagt das Amtsgericht Bremen nein. Das Ganze hängt natürlich sehr stark immer damit zusammen, wie man den Mangelbegriff letztlich fasst. Ich plädiere ja immer dafür zu sagen, eine Mietsache, in der sich jederzeit ein Mangel realisieren kann, ist auch mangelhaft. Wenn ich also in meiner Wohnung sitze und jeden Moment damit rechnen muss, dass es nass wird, zum Beispiel weil kein Dach drüber ist, es ist aber gerade Hochsommer, dann würde ja nach dieser Definition und nach dieser Vorstellung des Amtsgerichts Bremen kein Mangel vorliegen, bis es regnet. Das wäre die Konsequenz meiner Meinung nach. Das kann doch nicht richtig sein. Immer dann, wenn ich permanent mit der Realisierung des Mangels rechnen muss, handelt es sich meines Erachtens um einen Mangel. Das ist natürlich eine schwierige Abgrenzung. Nehmen wir mal Heizung. Wenn die Heizung nicht funktioniert, es also kalt in der Wohnung ist, ist diese Kälte der Mangel. Der Vermieter muss dafür sorgen, dass es warm wird. Wie er das macht, ist seine Sache. So wäre hier die Konsequenz dieser Auffassung. Ich sage, wenn ich jederzeit, weil die Heizung defekt ist, weil ich den ganzen Winter permanent damit rechnen muss, dass die Heizung ausfällt, weil die Heizungsanlage defekt ist, ist das ein Mangel. Und wie man sich da entscheidet, so kommt man natürlich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Generell richtig ist, dass der Mieter niemals dem Vermieter vorschreiben darf, wie er einen Mangel beseitigt. Das ist richtig. Ja? Es sei denn, es gibt nur eine einzige Variante. Aus meiner Sicht aber nicht richtig ist es jetzt zu sagen, der Vermieter muss quasi den akuten, den sich realisierenden Mangel beseitigen und alles andere kann der Mieter nicht verlangen. Das geht aus meiner Sicht jedenfalls zu weit. Insofern, ich halte das Urteil für falsch. Die Rechtsprechung sieht es durchaus immer ein bisschen anders, diese Frage, manchmal auch sehr stark bezogen auf den jeweiligen Mangel. Man muss sich darüber klar sein, dass wenn man hier in solchen Fällen Instandsetzung verlangt, es immer ganz gut ist, dem sozusagen nur den Mangel zu beschreiben und die Beseitigung zu verlangen. Wenn man allerdings natürlich eine grundsätzliche Klärung haben will, dann wiederum muss man immer damit rechnen, dass man möglicherweise mit dem Anspruch baden geht. Deswegen sollte man seine Anträge bei so einer Klage immer alternativ fassen, dass man zumindest erstmal mit der Mangelbeseitigung selbst da durchkommt und dann vielleicht noch dieses Mehr, also diese ursächliche Mangel, diese Ursächlichkeit für den Mangel, diese Beseitigung auch noch hinbekommt.
ziemlich umstritten, das Ganze. Wir werden weiter an diesem Thema dranbleiben. Meiner Meinung nach Mangelsymptome korrigieren reicht nicht. Anders Amtsgericht Bremen ist nicht rechtskräftig. Gucken wir, was dann in der zweiten Instanz bei rauskommt. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Bis dann. Ciao.